Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Forever Skies. Wir schauen, dass wir es fertig kriegen, hoffentlich in dem oder nächsten Part. Weil ich möchte es noch fertig kriegen, bevor dann andere gute Games wieder erscheinen. Wir werden hier jetzt mal, ich habe hier gerade abgerissen. Wir erweitern. Keine Verbindung zum Luftschiff, du hast auch keine Verbindung zu irgendwo hin. Wir werden das ein bisschen erweitern hier. Vielleicht reicht mir das so. Gewichtsgrenze erreicht. Scheiße. So, plus Höhe. Ding? Nö. Wie? Ballon vergrößern. Plus 400 Auftrieb. Eieiei. Basis für den Ballon. Das Luftschiff ist jetzt zumindest eine Basis, aber es ist möglich, einen weiteren hinzuzufügen, um die Hebekraft zu erhöhen. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ich brauche. Da haben wir es dann. Na dann, probieren wir mal, ob er weiter noch geht. Viel mehr werden wir ja nicht mehr daran bauen, glaube ich. Ist jetzt eine Umgehung des Problems. 4 Helium, 12 Maschinenteile, 8 Kupfer. Läuft bei mir. So. Das heißt, der Raum passt. Und ja, ja, das passt. Kann man rundum noch gehen. Für die Bewässerung ist dann gesorgt. Gut, dann werden wir. Ich kann das nicht ausräumen, ich muss zuerst eine bauen. Wir könnten aber die aufheben. Das sind ja die witzigen Teile, wo es dann wieder heißt, wir können nichts damit machen, außer aufstellen irgendwo. So. Zwei. Drei. Kleinen da vorne. 4, so. Und das würde ich gerne auch verschieben, aber das geht nicht, weil nicht leer. Da haben wir noch einen, der ist leer. So, hier ist Koriander. Baubgänseblümchen, Kaffeenuss. Koriander, Staubgänseblümchen, Koriander, Staubgänseblümchen, Kreuzblume, das Kreuzblumenteil, nee, Sonnenmelonsamen, die können doch sicher in große schütteln, oder? Und dann brauche ich wieder meine kleine Samen. Oh ja, die Triebwerke wären vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich die mal wieder montieren würde. Mal auch geschwind machen noch, Triebwerke.
speed increased. Maximum flight speed increased. Maximum flight altitude increased. Altitude. So. Erholen wir sich jetzt wieder unser Düngemittel? Nein, geh weg. Leere Flasche nehmen, nehmen wir mit. Läuft. So, nachdem wir das jetzt gemacht haben, müssen wir hier Essen machen, weil wir brauchen Essen. Futter! Futter, 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 Futter. Ja, wir haben schon urviel von den Sachen. Was ist die Motte? Sie leuchtet eine Staubmotte, die witzigerweise keiner braucht. Das war schon gut, dass wir stellen uns jetzt die Kiste her. Ja, ja. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ich habe jetzt hier nicht mal mehr eine Trinkflasche. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Aber ich weiß, wie ich das meine herstellen kann. Und hier liegen, glaube ich, welche drin. Ja. Sehr schön. So, was haben wir hier jetzt? Wir haben. Polymer und Plastikmüll. 5 Polymer und Plastikmüll 10. So. Drücken wir das auch darüber. Zack, zack. Storm is coming. Ja, das brauche ich jetzt noch. Das brauche ich jetzt natürlich wirklich noch, ne? Hauptplatine und Polymer. Okay, Transformator ist, finde ich, besser. 4 Transformatoren. Die bleiben wir mal da unten unter der Höhe. Wir tun ja hier mal upgraden, soweit das noch geht. Wir brauchen die Turbine. Ne, wir brauchen Transformatoren oder Hauptplatinen. Schauen wir mal. Transformatoren, das ist mein Mensch. Eieiei, meine Trinkflasche. Elektrische Maschinenteile, das ist okay.
Okay, eigentlich ist nicht okay. Oh, jetzt ist okay. Machen wir einen Transformator? Wir wollen ja, dass wir höher fliegen können. Wir fliegen natürlich jetzt gleich zum nächsten Turm weiter. Wir werden dort versuchen, an Land zu gehen. Don't kill her. Ich merke gerade, wie alles hier an mir bombardiert wird. Sollte sich eigentlich ausgehen, die Transformatoren. Ich habe noch ein paar von meinen Reparaturpaketen mit. Ist hier irgendwo was schwer kaputt? Nee. Polymer und im Motor. Ah, fuck. Ich hab nicht mehr. Ich kann beim besten Willen hier nicht mehr machen. Vorne schaut es nach Critical Damage aus, da blitzt es überall. Uiuiui. Ich habe jetzt zwei. Wisst ihr, wenn sich die Effizienz erhöhen würde, wäre das wär natürlich optimal, weil dann auch einfach nicht so viel Sprit. Aber es erhöht sich vermutlich ja nicht die Effizienz. Printing completed. So, schauen wir mal. Was er mit seinen Gekräuche hier erreicht. Blicken, Plastikmüll und Metalle, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Printing completed. Ups. Printing completed. Printing completed. Kicken schon. Verbesserter Antrieb, so. Hm.
30 km/h bis zu 100. Schau mal, was beim anderen steht. Wir werden es jetzt hier mit runternehmen. Da kann ich nicht einmal drüber durchrennen. Haha, drunter durchrennen, mehr. Da geht gar nichts. Maximum Flight Speed reduced. So, wie gesagt, wir bauen auch hier ziemlich gerade viel an dem ganzen Grünzeugzeug rum. Biertransformatoren fehlen. Zwei Hammer. Machen wir mal hier weiter. Printing completed. Yeah. Printing completed. Printing completed. Jawohl, einer geht noch. Dann gehen wir schlafen eine Runde. Dann gehen wir rauf. Und dann, wenn der YouTube-Part hier jetzt zu Ende ist, Leute, gehe ich Fernsehen. Aber. Moment kurz. So, YouTube, wir haben uns oben jetzt zwei große Pflanzdinger noch aufgestellt. Jetzt werden wir noch eine kleine dazu stellen. Verdorbenes Essen und die Synthetics. Gut, verdorbenes Essen ist ja. Sand am Meer gibt's weniger. Was ich noch machen muss, ist genau hier. Schmutzwasser umbauen. Printing completed. Also. Mal gleich wieder rauf. Printing completed. So. Carina, hast du den Key bekommen, ja? Passt das? Es ist ein Steam Key. Muss mal probieren, das Spiel möchte ich demnächst spielen, da können dann Leute, die es haben, beitreten. Das Witzige ist, dass das Spiel 10 Euro auf Steam kostet, aber relativ günstiger an die Reseller ist. Und das Spiel ist erst am 4. vor zwei Wochen erschienen. Das ist ganz neu, das ist gar kein altes Game. Glaube ich jetzt, wenn ich das richtig gegeben habe. Nö. Ist gar nicht alt. Ist erschienen am 4. April. Das ist gar kein altes Game. Und ich stell's mal witzig vor. Ich möchte das spielen und Leute, die das haben, dürfen ja dann gern beitreten. Ist ja kein Problem.
So. Der Risk ist bald weg. Dann nicht. So, wir haben hier. Das ist so blöd, dass man das nicht sieht. Das ist hier wirklich doof. Das ist wirklich blöd. Blutfeuersamen schaut sich aber ziemlich an. Kreuzblumen sind die blauen. Kleiner Aster. Nehmen wir die mal mit. Mehrfingerigen Raps, das nehmen wir auch mit. So. Müssen wir da mal Wasser einfüllen überall? Läuft. Seit wir essen noch, gehen schlafen und dann fahren wir weiter mal zum nächsten großen grünen Tower. Möchten wir nicht wissen, was da noch kommt? Und dann beenden wir für heute. Wird noch ein bisschen dauern, aber es wird halt nicht ewig gehen. Ich möchte dann wirklich Fernsehen gehen. Ich sehe das eh so selten. Morgen bin ich wieder hier. Dann spielen wir hier wahrscheinlich weiter. Machen vielleicht nochmal kurz Experimente in Valheim. Warum, was man fischen kann dort. Etc. Aber wir haben sonst, denke ich, alles erledigt in Valheim. Was Valheim typisch nicht bedeutet, dass wir es nicht weiterspielen, bedeutet eigentlich original nur, dass wir alle neuen Sachen erledigt haben. So. Aber jetzt. So, jetzt muss nur schnell sein. Weil. Da vorne ist ein Berg. So. Hä? Turbo, 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 ja, 50, 55 km/h, Wahnsinn. Bei 58 raste ich ein. Jetzt ja.
So. Ich auch. Haha, Event. Lol. Ruft euch Event, meine Freunde, wenn ihr mitmachen wollt. Zwei sind wir schon. Carina und ich. FX ist auch dabei. Drei Leute. So, Tower Nummer 3. Alle gewinnen 2400 Wicked Coins. Na Gott sei Dank, jetzt sind wir schon fast ausgegangen. So, wie machen wir das jetzt? Wir müssen da jetzt rauf. Leider die Daten vom dritten Türcomputer runter. Und dann können wir in den zweiten, in den letzten anderen das. Das machen wir dann morgen. Jetzt gehen wir mal auf jeden Fall da rein. Wir haben auch Platz. Immunitätsbooster ist weg. Das heißt, wir gehen nochmal daher. Können wir sich da reinlegen? Übernatürliche Samen, das sind diese Red Pills hier. Ich hätte so Angst, wenn der Laser da rumfuchtelt da unten. Ja, yeah, Immunity Booster. Warum stehe ich hier an? Nein. Befreien. Danke. So. Sind die alle jetzt da drin? Ah, das finde ich fies. Ja gut, aber wir haben den übernatürlichen Booster. Geh doch mal pennen. Wo ist das hier? Übrigens, wenn ab und zu jemand ein Fahrt ist, wollte ich es nochmal erwähnen. Ich glaube, das Fischspiel. Nee, warte, das funktioniert nur, wenn man OBS rennt. Aber das Ticketszeug und Ticketkauf und so funktioniert auch, wenn ich offline bin. Habe ich so eingeschaltet. Und auch das Roulette. Also ihr könnt auf meinen Kanal gehen, auf Chat, und ihr könnt Roulette spielen dabei. Das geht auch ohne meine Online-Anwesenheit. Eieiei. Mhm. Ich merk's. Oh, hier. Hallo. Das scheint so richtig wieder... Das scheint schon wieder so richtig meine Ding. Da muss ich, kann ich gleich wieder auffüllen, meinen Wasservorrat. Mm.
So, ganz kurz bitte. Das war nämlich dringend schon. Es ging nicht anders. Ich muss jetzt kurz weg. So, schauen wir, was wir hier noch alles hinkriegen. Ist er hier irgendwo? Mit Schmutzwasser dann wieder herkommen. Das war bei dem so einem komischen Turm Alpha-Ding. Spieltest, von dem war das einfacher. Da waren diese roten Teile, die man killen muss, die waren da wirklich wunderschön. Leuchtend sichtbar. Wandlampe zum x-ten Mal. Jetzt habe ich irgendwie Irgendwie tut das nicht so. Ich kann da nicht wirklich was machen. Geronimo! Ja, Risk of Starvation ist super, aber das Problem ist, ich habe nichts zu essen. Mit. Risk of Dehydration. Jetzt wird's dann wirklich blöd. Ja, zwei remaining active. Wo? Ich kann nämlich jetzt schon sagen, dass ich sie nicht finden werde. One contamination source remains active. Okay. Mein Fehler. Weiß ich wieso, aber jetzt habe ich es doch gefunden. Muss nur völlig aufpassen. Hey, mein Luftschiff, so cool schaut's aus, Bro. Der Zeppelin ist ein bisschen übertrieben, aber. Ja, was soll ich sonst machen? Hey, Kurt! Ja, ich hab's gesehen! Aber nur am Handy heute Nachmittag. Ich habe vergessen, das beim PC zu antworten. Ich habe mal einen Hype drauf fürs Schreiben. Yay! Na, freut mich, ja? Ja? Wie gesagt, ich habe kein Problem. Ich spiele öfter mit Leuten irgendwo wo zusammen. Aber ich spiele halt immer da, was halt gerade irgendwie spieltechnisch gerade passt, ja? Valheim ist nicht zu Ende, aber bald ziemlich zu Ende. Wir können aber miteinander, wenn sie es mal irgendwo. Ich habe auch schon Community-Server gestellt gehabt. Können wir auf dem auch mal da irgendwie so ein Bauprojekte mäßig habe ich, haben wir da mal was gemacht, können wir wieder mal ins Leben rufen. Dann würde ich dich bitten, dass du die Mistlands Erfahrungen machst damit, weil ich gehe in die Mistlands gehe ich nicht. Alle, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, die Mistlands sind eine Katastrophe. Und sie sind es auch, ja. Und ich bin wirklich froh, dass ich da nicht mehr rein muss. Aber ich hab, wenn du soweit bist, können wir da gerne mal irgendwo. Es muss sich halt ergeben. Also ich mache viele Videos und switch die Games. Ich habe aber absolut kein Problem, wenn wir da mal miteinander sind. Du hast einen Community-Server von Itrano von Valheim? Der rennt auf dich, oder wie? Weil ich kann aus diversen Gründen, sagen wir mal einfach so, zahlt sich finanziell für mich nicht aus, wenn ich jetzt fünf Community-Server-Rennen habe.
Daher habe ich zwei habe ich laufen, aber nicht Valheim. Einmal Poldworld, einmal Enshrouded, glaube ich. Valheim haben wir lange Zeit laufen gehabt, abdreht. Mein Gameplay, was ich jetzt mache, ist ja auch aus einem Safe-Game vom Community-Server, daher die vielen Gebäude bei Loki Space. Die Community hat gebaut wie blöd und das ist wirklich gut gemacht. Und okay. Und ich hab mir sogar schon überlegt, ob ich jetzt wegen zwecks Islands wieder einen Valheim-Server rennen lasse. Aber es gibt auch von den Wickedlingen, gibt es einen Ark-Server. Und der Ark-Server ist vom Merchant gestellt, glaube ich. Ich glaube vom Merchant, ja. Und das ist praktisch nicht mein Community-Server, das ist der vom Merchant, er verwaltet ihn, aber meine Community darf dort rumlaufen. Er hat gesagt, hey, könnt's alle kommen. Es ist, glaube ich, bei Ark ist so eine Sache, das sind einmal viele, einmal gar keiner. Aber wir können das bei deinem gern genauso machen. Ich selber stelle keinen Valheim-Server derzeit. Aber wenn du sagst, hey, wir können kommen und von uns will wer hier spielen, dann kann ich die Leute gern auf deinen Server weiterlinken, ja. Und auch, dass ich da mal vorbeischaue, ist kein Problem. Das Problem ist nur eins, ich hätte gerne, das ist ein Service, den ich den Leuten biete, wenn sie auf meinem Community-Server rumlaufen. Und das hätte ich auch gern, gerade bei Valheim ist das ein Spiel, ja, wo viel crafted wird und so. Ich hätte gern, dass die Möglichkeit wäre, wenn der Server mal offline geht, dass du ein Backup irgendwie machst davon, beziehungsweise das Savegame rauskopierst aus dem Server und in einen Discord-Channel einfach nur hochlädst. Das sind, weiß nicht, ein paar Megabyte. Ich habe das auch gemacht, ich habe meine ganzen Server, wenn ich es abdreht habe, ein Backup gemacht irgendwie, zuerst mal googelt wie, die Files genommen, habe es in ein ZIP-Archiv gepackt und habe es einfach im Discord-Channel für 2 Wochen stehen lassen, wer es wollte, konnte es haben. Geht prinzipiell da nur um den Willen. Wenn du sagst, du willst das machen, würdest das machen, kriegen wir es hin. Das ist kein Problem. Bei Nitrado müsste ich schauen. Ich habe es immer bei G-Portal gehabt. Ne? Aber es geht dort genauso. Wenn du sagst, würde man machen, kein Problem, weil dann kann ich meinen Leuten gern sagen, sind jetzt aber nicht, da kommen jetzt sicher nicht hunderte Grenzen, das so ist nicht. Ja? Aber dann kann ich den Leuten schon sagen, hey, wenn wir Valheim zocken wollen, richten wir da noch einen. Ich richte einen, wenn es ist, dann reden wir mal. Dann richte ich dir einen Channel im Discord ein. Der Merchant hat auch einen bei der Community Server. Scheiße. Ich weiß nicht, wie viele jetzt spielen. Kann sein, dass keiner kommt, kann sein, dass 5 kommen. Das kann ich dann nicht sagen. Es ist immer so, es schwankt sehr stark immer. Es ist schwer zu sagen. Und der Merchant zum Beispiel, der hat gesagt, er lasst ihn mal 3 Monate rennen, seinen Server. Wer kommen will, kommt. Passt, ne? Und da ist halt auch so, ne? Es kann sein, dass Leute gleich kommen, es kann sein, dass keiner gleich kommt. Heute ist schlecht, eher morgen. Heute habe ich vorher nämlich gemeint, ich würde halt gern früher aufhören, weil ich würde mir gern noch eine Serie anschauen. Würde gern, und dann, wenn ich dann Mitternacht eins erst anfange, da packe ich nichts mehr. Und ich schaue nur Freitag, Samstag Serien, weil ich sonst jeden Tag bis Mitternacht eins online bin und dann am nächsten Tag um 6 weggeläutet. Also das nutze ich manchmal das Wochenende, wo ich meistens gar nicht online bin. Freitag, Samstag nur so online, wie es halt ist, ja. Schreiben können wir untertags genauso. So, wir sind zurück. Ich habe mal alles aufgefüllt, ein bisschen quatscht nebenbei. Jetzt das Ganze hier aufgefüllt. Und jetzt, es ist cool, dass ich so viel Wasser habe, muss ich schon sagen. Und cooler ist irgendwie nur, dass ich schon nicht mehr weiß, was ich zuerst gießen soll. Das sind die Dinge. Ich hab ernsthaft. Ich kann diese kleinen. Diese gelben Dinge herstellen. Das ist nicht schlecht, weil diese gelben Blümchen, die habe ich schon ein paar Mal gesehen. Die braucht man eigentlich relativ oft. Und das finde ich eigentlich relativ cool, dass ich die herstellen kann. Das finde ich wirklich cool. Wo ist der Koriander?
Apropos, was Schönes, mein Cousin ist zum zweiten Mal Papa geworden heute in der Nacht. Schau, vielleicht schaut er zu, glaube ich so nicht. Er wird uns was anderes zunehmen. Aber Babyparty. Und das nicht die Babyparty ist, wo die Babys dabei sind. Eher so die Babypartys. So, wir haben Essen. Dann stopfen wir da normalen Koriander rein. Koriander heißt der. Ich sag mal Koriander. Okay, na gut, sonst hätten wahrscheinlich auch schon mehrere Leute irgendwie das ein bisschen vorgegriffen der Realität und geschaut, was rauskommt. So. Okay. Wir haben das alles hier. Was der Quest sagt uns, stelle das Hologramm der mutierten Flora am Schiffsarbeitsplatz her. Schiffsarbeitsplatz. Ah, so, Energiekristall, Epoxid, Leiterplatine. Das Problem ist wieder mal meiner Meinung nach die Leiterplatine. Plastik und Elektro. Ja, beides ist zum Scheißen gerade. 3 elektrisch, 5 Plastik. Ich nehme mal gleich alles mit sicherheitshalber. Plastik. Printing completed. Ei. Elektro. Printing completed. Leiterplatine, so. Printing completed. Eine Kraker hergestellt, sehr schön. 3 Epoxid habe ich noch. Boah, nur perfekt. Die Kristalle. Los, mach was. Printing completed. Ich finde das voll super, dass die Leute im Chat wieder so viel fischen. Ich war mal eine Weile lang überlegt, ob ich es weggebe, das Fischspiel, weil viele haben nicht mehr gefischt dann. Aber es hat kein mehr. Man macht, ja, wenn es keinen interessiert, mache ich es weg. Aber ich finde das Spiel so cool, das finde ich auch super, damit es ist. So, jetzt müssen wir das hier platzieren. Ich frage, wo stellen wir es hin? Stellen wir es daher. Data detected in the hologram's memory. Turn it on to unlock the package. Aktiviere es. Aha. Ja, Moment, lassen wir mal. Ich muss mal erforschen. Was haben wir hier? Kann ich das auch wieder mitnehmen oder brauche ich jetzt andere dafür? Ja, und das gibt mir jetzt eine erweiterte Schlüssel, gibt mir hoffentlich Zugang zum erweiterten Ding, das wäre schön. Research finalized. Lies den Eintrag in der verschlüsselten Datenbank. Mission updated. Localize evolved flora. Use it to create
the cure. Test it. Come back to me again. Just be careful. Okay. Ah! Ah! Scheiße. Printing completed. Risk of dehydration. Printing completed. So eine blöde Arsch, wirklich. Das ist eine AMD-Grafikkarte. Polymer. Das heißt, das warte ich jetzt. Ich habe das, das Spiel kommt man nämlich nicht böse gemeint, aber nicht weit genug entwickelt vor, wenn ich das jetzt mache und dann wieder, dass ich es herstelle, kann ich es nochmal herstellen. War erst vor kurzem bei einem Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob es das hier war. So. Liege zur Rufzeichenmarkierung. Werden wir mal anpeilen. Schauen, wo wir da hinkommen. Ja, der Typ hier hätte schon mal Wasser aufmachen können. Jetzt haben wir sie da rein. So, jetzt düsen wir mal in die Richtung, wo wir müssen. Aber jetzt gehen wir zuerst nochmal. Wir gehen zuerst nochmal pennen, weil irgendwie wird das. Es wird irgendwie nichts. Mit dem Schlafen. Ich habe Hunger. Ist immer wenn man ein paar Bierle trinkt, kriegt man Hunger. Muss ich mit da oben noch Wasser geben? Die hat noch gar nicht angefangen zu wachsen. Ich glaube, das liegt am Wasser. Eins, der feine Tropfen für mich. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, wenn sie es nicht so schleifen lassen würden, die Entwickler. Wobei, wenn du den Entwickler fragst, sagt er sicher, nö, wir lassen es nicht schleifen, das ist einfach viel Aufwand. Das ist halt als Live wie mich, ist schwer dingbar. Aber es gibt aber einfach viele andere Spieler, die was, wo, ja auch im Endeffekt, mit die vergleiche ich, ja im Endeffekt auch super Games sind.
Und die kriegen es ja auch auf die Reihe, dass sie das halbwegs in einer Zeit alles hinbringen. Aber Forever Skies zahlt schon ziemlich runter. Von der Zeit her. Aber ich spiele es ja nicht, ich spiele es ja deswegen, weil es gut ist. Also weil es trotzdem ein gutes Spiel ist. Also ich finde es auch wirklich nicht schlecht. Finde es wirklich gut, aber sie könnten ein bisschen mehr Gas geben könnten. Hey Hafi! So. Hafi, der AV wurde angegriffen. Na, werden wir natürlich unterstützend eingreifen. Ich habe gar nicht gesehen, Hafi, wann du gekommen bist. Bist du gerade gekommen? Fisch, Burger, Fisch, Abend. Vor 3 Minuten, okay. Ja, also eh noch nicht so lang. Ich glaube, ich habe was verpasst. So, was machen wir mit dem Ding hier? Also muss ich jetzt sagen, das ist eine der Türme, die ich nicht kenne. Ich wollte einen Screenshot machen davon. Das heißt, dieses Fisch-Event da und oben. Jawohl, 800 Wicked Points für ihn. Kongrats! So, fliegen wir da weiter hin. Okay. Ein bisschen näher ran müsste ich hier noch. Finde einen Weg zu den überwucherten Standorten. Also im Standort des überwucherten Anders Aufzugs. Thank you.
Standardstuhl. Und das war's mal. Ich denke mal, wir brauchen jetzt das erweiterte Zugriffsmodul, um da weiterzukommen. Und das bringt jetzt den Rahmen. Wir sind bei einer Stunde, das passt. So Leute, das werde ich, dann werde ich jetzt hier beenden. Ich werde aber auch den YouTube-Stream gleich beenden, den Twitch-Stream beenden. Es hat total Spaß gemacht, mit euch hier rumwuscheln. Das ist eh immer so. Da gibt es eh keine Probleme damit. Aber jetzt werde ich das Ganze mal beenden. Und werde halt mal ein bisschen Fernsehen gehen. Sofern ich hier rausfinde. Na gut, Leute. Dann zeige ich, wie es ist. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Also beim nächsten Mal für YouTube. Abo, Like, Comment, meine Freunde. Immer gern gesehen. Ich suche eine Werbung rein. Bis dann, adios. Und ciao. Gute Nacht, Nice Guy. Ciao, Kurz. Und alle anderen, die auch hier sind, danke, dass ihr hier wart. Heute ist mal früher Schluss. Ich mag Fernsehen gehen. Ich habe einfach kann sonst keine Zeit. Und keinen Bock jetzt gerade mehr, irgendwie hier mich noch einen YouTube-Part anzufangen. Das Problem ist, wenn man ja drauf schaut, dass alles auf beiden Plattformen ist, ist mein Problem, ja. Dass wenn ich, oh, okay, wenn ich hier jetzt weiterspiele ohne YouTube, dann fehlt was und ich will aber da alles drin haben, also lasse ich es jetzt. Bis dann, macht es gut, haut's rein, ihr seid laut, bis dann, schlaft's gut.